Damit willkommen zurück zu Call of Duty Vanguard, zu meinem zweiten Session von der Kampagne. In der letzten Kampagne hatte ich leider Schwierigkeiten, was meinen Ton angeht. Nur ich hoffe mal, dass ich jetzt besser zu hören bin. Und ja, machen wir die Kampagne weiter. Dieses Mal wird es ein bisschen länger gehen, aber ich werde für YouTube das trotzdem in zwei Teile, denke ich mal, teilen. Mal gucken. So, Kampagne. Wir machen Operation Tonga, Juni 1944. Da machen wir jetzt weiter. Let's go. Fortsetzen. In der letzten Folge sind wir abgestürzt. Haben es gerade so überlebt. Dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Operation Tonga, zerstöre die Küstenverteidigung. Juni 1944. Stoße deinen Verbündeten an der Windmühle. Waffe habe ich nicht. Das sind doch. Ja, das sind Feinde. Oh. So, Moment. Da. So. Na. Gut. Machen wir weiter. Jetzt müssen wir hier irgendwie Leben zu unseren Verbündeten kommen. Cool aus. Ich habe die Kamera auch nochmal umgestellt. Oh, geht so. Was? Er ruft mich. Heiß ich Blitz? Oh, da hängt er an. Hol mich runter. Oh, hätte ich ihn retten können? Da! Ungeschütztes Ziel! Scheiße! Runter! Jetzt frage ich mich, ob ich den hätte retten können. Fuck. Corporal, glaube ich, Giddings, sorry. Ich war anscheinend zu langsam. Oh, zwei Schuss nur noch. Das ist nicht so gut. So, ich kann dann mal hier auch noch umschalten. Zack. So. Wo müssen wir lang? Da lang. Also. Schuss deinen Verbündeten an der Windmühle. Ich habe nur noch zwei Schuss. Das heißt, wir schleichen mal ein bisschen. Das sind natürlich vier Leute und ich habe nur zwei Kugeln. Das ist nicht so cool, dieses offenes Feld. Gefällt mir nicht. Okay, es heilt ein wenig. Okay. Müssen wir erstmal damit leben. Da ist Munition im LKW. Die sehen mich nicht, der sieht mich auch nicht. Der würde mich sehen. Geh weg. Dreh dich jetzt bitte nicht um. Bravo,
war, Junge. Nee, proper brauchst du nicht. Alles gut. Hauptsache, man hört mich jetzt besser als im ersten Teil. So, lässt ich euch am Leben, oder? Nee. Lieber nicht. Gut, Verstärkung kommt auch nicht, dann habe ich ja was richtig gemacht. So, im LKW gibt es noch Munition. Oh. Das habe ich natürlich, ja egal. Ich glaube, ich werde beschossen. Aua! Hallo! Natürlich doch Verstärkung. Ich geh mal rein. Aber die Säcke schießen von oben runter. Das war gemein. Hat den sein Pfeifen doch noch Leute rangeholt. Warum glaube ich denn hier drin so langsam? So fast wie in Zeitlupe. Oi. Na? Au. Das war uncool. Dass er die Zeitlupe läuft, das nervt ein bisschen. Hab dich gesehen. Noch jemand? Aber die können wir auch mal mitnehmen. Obwohl ich die Kamera echt liebe. Proper, weil ich sonst den Spielsound nicht höre. Das Mikro überträgt nur meine Stimme, aber nicht den Sound. Wisst ihr Bescheid? Sonst verstehe ich das Spiel ja nicht. Muss ich denn eigentlich hin? Ey, wer pfeift? Jetzt rufen die wieder Verstärkung. So viele Soldaten für einen einzigen Mann. Und sie kriegen es nicht geschossen. Hunde sind schlecht. Ja, die können mich mit einem Biss töten. Aua. Komm, zeig dich.
Noch jemand? Die K ist echt geil. Ist eine geile Waffe. Wenn man trifft. Hä? Ist das überhaupt ein Gegner da? Gott, ey. Stirb! Das ist richtig, Papa. Munition. Gut. Was geht denn hier ab? Ach, hier ist die Windmühle. Meine Jungs kämpfen. Hitmarker, ist klar. Da ist er, Kampf. Sind ja hier überall. Na, gibst du das mal auf? Oh, hast du. Noch jemand? Das sind meine Jungs. Donner! Nicht schießen! Verdammt, Kindle! Ich dachte, wir werfen Krautfresser. Ich wollte gerade gucken, ob es hier irgendwas zu finden gibt, weil bei Call of Duty gibt es immer irgendwas zu finden, ne? Wie irgendwelche Akten oder Dokumente oder irgendwas. Hallo Jungs. Schön euch zu sehen. Wie ist die Lage? Der Captain hat's nicht geschafft. Wir sind allein. Wir sollten uns verschanzen und auf den Rest der 6. Division warten. Wir müssen die Artillerie bis zum Morgengrauen ausschalten. Sonst ist die Invasion gescheitert. Hältst du dich jetzt für den Captain oder was? In einer Stunde geht die Sonne auf. Wir können nicht warten. Ja, es kommen auch keine Männer oder Kavallerie, um uns zu helfen. Wir können hier nur sterben oder versuchen, es nicht zu tun. Hey, das hilft uns jetzt auch nicht weiter, wenn ihr streitet, wer die dickeren Eier hat. Die deutschen Kasematten sind nicht weit weg. Ich glaube, wir schaffen es rechtzeitig hin. Also, schalten wir sie aus. Die Kompanien sind zerstreut. Wir pissen doch gegen den Wind. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Und ihr auch. Das ist Wahnsinn. Hey, was bleibt uns denn noch? Ich bin ganz bei Arthur. Beenden wir die Mission. Alles klar, Kingsley. Du hast wohl das Kommando. Kasematten und Valhalla sind da lang. Boah, das ist jetzt ein Name hier. Valhalla und Kaisermann. Lass mich noch mal kurz in das Haus gucken. Ob es hier irgendwas zum Sammeln gibt. Aber ich denke mal eher nicht. Lädt's dann voll. Nö, sieht nicht so aus. Aber ich wette, es gibt irgendwas zum Sammeln. Okay, dann erreiche ich Geschützbatterie. Machen wir einen Weg frei. Ihr habt den Sarge gehört. Weg mit den Trümmern. Vielleicht müssen wir auch noch Befehle erteilen, ja. Munition. Das nennst du Glück? Die Navy kann uns immer noch in Stücke schießen.
Das ist richtig. Lichter an der Klippe. Das ist die Küstenverteidigung. Scheiße. Die Brücke wird gut bewacht und das Ufer ist zu steil. Dann müssen wir die Brücke sichern. Das ist unsere einzige Chance. Wie du meinst, Boss. Sichere den Brückenkopf. Unten bleiben. Achtet auf den Laster. Das ist die Gelegenheit. Seid still und rückt nach vor. Mehrere Ziele. Wir müssen wählen, Sarge. Mal leise, können wir das nicht machen. Ideen, Sarge? Macht Angriff. Ausschalten. Auf die beim Laster! Zaun ist gesichert! Sie ziehen sich zurück! Nachrücken! Angriff! Ist die beste Verteidigung. Was war denn das? Noch eine Karte. Runter! Wenn die auf dem Hals sind, Fahrzeug! Halt euch auf! Sucht einen anderen Weg! Das ist eine gute Variante anzugreifen. Feindliche Granate! Der nächste, bitte. Ich hätte gerne mal einen Scope auf der Wand. Aber nur an bestimmten Punkten, die anweisen, dass er angreift. Das ist gerade ein Gegner. Ey. Als F Trophäe erhalten. Wow. Runter! Gib zu Kingsley! Gib die Deckung! Aufs Munitionslager feuern! Linke Seite! Ja, schon da. Granate, weg! Feuer auf das Zelt konzentrieren! Auf das Zelt! Die Deutschen ziehen sich zurück! Schätzen sich da mal übel, gell? Jemand? Noch mehr als genug. Jeder Schuss ein Treffer bei, ey. Diesmal rennst du mir nicht von hinten. Am Boden! Ja, ja, ja.
Deckung ausschalten! Feindliche Truppen! Auf den Laster! Weiter Boden! Laster gesichert! Hitmarker, das war ein Headshot. Der Feind zieht sich zurück! Komm, zeig dich. Ah, nicht wegrennen. Los, vorwärts! Nehmt die Brücke ein! Sie fallen zurück! Haltet drauf! Pass auf, wohin du schießt! Warum rennt ihr auch in die Schussbahn? Gibt's hier irgendwas zu sammeln? Nee, wa? Wetten, es gibt irgendwas zum Sammeln. Lade nach! Brauche Deckung! Oh. Der Turm! Feuert auf das MG! Schieß nochmal drauf. Turm MG unterdrücken! Wir stecken in der Kerne! Und ist er rein? Turm MG unterdrücken! Der Stimmerdruck hier. Wir brauchen eine Granate für das MG! Wir sind zu weit weg! Versuch du es, Kingsley! Hier, bitteschön. Heilige Scheiße! Wir haben es geschafft! Bewegung! Einmal in den Transporter! Mensch! War das vielleicht ein Kuddelmuddel? Der Sarge hat's drauf! Wir leben noch, oder? Ja, mag sein. 8 Männer gegen eine Nazi-Festung. Richard hielt mich für verrückt. Manchmal braucht es etwas Irrsinn. Ich denke, tief im Inneren verstand er das und erkannte, dass wir aus demselben Holz geschnitzt waren. Ist vorausgegangen. Ich glaube, sie warten auf dich, Sarge. Bei den Angriff auf die Geschützbatterie vor. Jawohl. Sie brauchen deine Augen im Aussichtspunkt, Sarge. Ja, ich laufe gerade im Schneckentempo. Mach mal keinen Stress. Seht euch die Verteidigung an. Heilige Scheiße. Sie warten hier oben am Tisch. Sieht's aus, Sergeant. Sie am besten selbst. Verschaff dir einen Überblick. Das sind einige. Es wird ein heftiger Kampf. Unsere Ziele sind die Geschütze in den Kasematten. Und der einzige Weg führt dann bis an die Zähne bewaffneten Deutschen vorbei. Glaubst du, du kannst das untere Geschütz ausschalten? Ist einen Versuch wert. Durch den Bunker kommen wir rein. Aber er ist voller MGs. Wird eine harte Nummer. Ja. Zuerst müssen wir durch das Minenfeld. Der Panzergraben könnte nützlich sein. Ich habe eine Idee. Bin ganz Ohr. Mit den Blitzen können wir uns einen Weg durch die Minen bahnen. Und der Bunker wird Hackfleisch aus uns machen, sobald sie die Motoren hören. Wir gehen leise rein. Ohne Motoren. In letzter Sekunde springen wir ab. Den Rest macht die Schwerkraft. So erreichen wir den Graben. Und? Ich liebe es. Und am besten gehst du zuerst.
Okay, wenn du den Graben erreichst, halte deine Leute bereit. Tommy, kommst du mit? Oh ja, durchs Minenfeld fahren, den Bunker nehmen, Termit an hochexplosiven Waffen anbringen. Kinderspiel, Sarge. Und du machst eine zweite Sonne am Himmel. Wenn unsere Schiffe das Signal nicht sehen und nicht wissen, dass wir gewonnen haben, wird ihr Beschuss uns voll erwischen. Vielleicht geht's nur mir so, aber sollte ich getötet werden, wäre es ein wirklich schwacher Trost, dass es unsere Leute waren. Keine Angst, Chef. Ich werde nach oben zielen. Oh, was ist da los? Der Laster ist bereit. Wir sind direkt hinter euch. Meine Bitrate. Was ist da los? Pfui, pfui. Der Laster ist bereit. Wir sind direkt hinter euch. Viel Glück, Kingsley. Gerade will die Bitrate nicht so mitmachen. Warum? Warte mal. Stopp. Meine Bitrate ist da gerade ein bisschen ab. Warum? Pfui, pfui. Mal gucken. Gesichert. Bewegung! Oh. Ihm geht's, glaube ich, nicht so gut. What the F? Haben das jetzt alle? Oh. Bin ich voll. Okay, dann. Tür öffnen. Bereit an der Tür. Warten auf dich, Boss. Nimm die untere Kasematte. Ich nehme die oberen. Denk ans Leuchtsignal. Gehen wir. Verstanden, Sarge. Jetzt kommt's drauf an, Jungs! Mir nach! Tommy! Zieht ihn weg! Wir brauchen die Tür frei! In Ordnung! Halber Trupp! Mitkommen! Das Alkett-Fahrzeug greift! Das war böse! Brauchen Sperrfeuer! Sofort! Ja, schenke ich euch. Feuert auf das Halbkettenfahrzeug! Feuert auf den Schützen! MG ausgeschaltet! Sie ziehen sich zurück! Vorrücken! Da links! Noch ein Halbkettenfahrzeug!
Halbkettenfahrzeug links unterdrücken! Halte jetzt auf Krieg! Schütze im Halbkettenfahrzeug erledigt! Hier ist was los. Auf das Halbkettenfahrzeug aufpassen! Los, los! Hier ist was los, ey. Ungeschütztes Ziel! Position halten! Da kommen noch mehr MGs! Wir kriegen Verstärkung! Weiterfeuern! Haltet die Linie! Nutzt die Halbkettenfahrzeuge zur Deckung! Los! Feuer konzentrieren! Die Richtung! Alter, ein Massaker hier. Hinterm Halbkettenfahrzeug bleiben! Gebt den MGs kein Ziel! Los, bewegt das Ding! Nah dran bleiben! Nutzt die Deckung! Wir sind fast da! Dass sie da oben nicht getroffen werden. Ausschwärmen! Umzingelt das MG! Sichere rechts! Übernehme links! Weiter vorrücken, Leute! Komm, zeig dich! Meine Munition ist bald, Alter. Nicht so cool. Oben drüber! Los geht's! Nehmen wir das Volkssturmgewehr. Hier war es nein. Schieß, Scharte! Bleib zurück! Räuchert sie aus! Werf den weißen Phosphor! Die haben wir! Also Phosphor ist echt mies. Achtet auf die Tür! Achtet auf die Tür! Rausfresser! Evans, geh voraus! Wird gemacht, Sarge! Das Licht ist aus. Ich gebe Deckung und du suchst eine Taschenlampe, Sarge. Verdammt, stinkt das hier! Sarge, da ist eine Taschenlampe. Nimm sie! Das ist ein altes Smartphone. Verdammt! Weiter voraus! Ich glaube, meine Bitrate hat sich wieder verbessert. Sollte sie zumindest. Ah, keine Ahnung, was das eben war. Schauen wir mal, ob sie es hält oder ob es nochmal schlechter wird. Sieht dir dieses Monster an! Das ist eine große Kanone. Hab noch nie ein 125er aus der Nähe gesehen. Jagen wir es hoch, Sarge. Ich hätte es auch gerne mal selbst benutzt. Eine erledigt, eine übrig. Das war das letzte Termit. Sarge, ich könnte Hilfe gebrauchen. Cool aus. Ah ja, Termit. Bis denn? Ja, hier. Knacken wir die Nuss. Kann
Ich will mal gucken, ob ich die Bitrate noch einstellen kann. Ich glaube aber eher nicht. Ausgabe. Eigentlich ist sie gut eingestellt. Keine Ahnung. Anscheinend habe ich Internetprobleme gerade gehabt. Können Sie mal noch ein bisschen so umstellen? Übernehmen. Okay. Ja, ja. Muss ich bei der nächsten Session nochmal gucken. Vielleicht gibt es auch gerade zu viele Leute im Internet und die machen meinen Stream kaputt. Das sollte zu anderen Kasematte führen. Böse Leute. Was war das? Achtung! Da ist ein Gegner. Gott, das war knapp. Da war ein Gegner. Kam mit der jetzt her? Echt nichts zu finden, keine Hundemagen, nix, gar nix. Jetzt wissen alle Krautfresser, dass wir hier sind. Das haben die schon vorher gewusst bei dem Angriff. Nicht erst seit jetzt. Du wurdest im Popo geschossen, mein Freund. Gott, war das knapp. Danke, Sarge. Bitteschön. Der hätte ihn bestimmt noch töten können. Treppe hier drüben. Granate, runter! Nee. Hallo. Ist das dunkel hier? Wo ist er hin? Offenbar hat Webb seinen Job gemacht. Wir sind dran. Scheiße! Entdeckung! Rauch ist raus! Räumt sie aus dem Weg! Rauch geworfen! Los! Ich seh nichts! Kasematte gesichert! Alle kaputt. Spreng dir das Ding. Wir haben keinen Termit mehr. Ich werf eine Bangalore rein. Sollen wir Munition? Nee. Na dann. Nach oben, bevor das Ding in die Luft fliegt. Hast du die Leuchtpistole, Sarge? Der Beschuss steht bevor. Los! Raus und das Leuchtsignal abfeuern! Ja, ja, machen wir keinen Stress. Sergeant, das Leuchtsignal! Das Bombardement geht gleich los! Verdammt! Das Ding ist hin! Das ist ein schlechter Scherz, oder? Post Web! Da, die untere Kasematte! Beschuss! Runter! Ich hol Webbs Leuchtpistole! Bring alle in Deckung! Wir müssen hier weg! Oh. Alter, du weißt gar nicht, wer Freund und wer Feind ist. Gesteckt. Nichts Besseres zu tun?
Ich habe nur auf einen Verrückten gewartet, der den Helden spielt. So, dann schicken wir unseren Jungs mal ein Signal, was? Wir hatten unseren Captain verloren, aber den Tag gerettet. Und wir ehrten unsere Gefallenen auf die einzige Art, durch Beenden der Mission. Du blickst auf deine Soldaten und hoffst, sie sind der Schwierigkeit gewachsen, dem Unmöglichen. Das Leuchtsignal gab mir recht. Das bedeutet es, ein Anführer zu sein. Krasse Mission. Bei all den wehenden Fahnen in den Straßen hätte man nicht gedacht, dass die Nazis den Krieg verlieren würden. Doch Hochmut kommt stets vor dem Fall. Und auf Verzweiflung folgt die Dummheit. Kommandant Hinrich Friesinger hatte Novak getötet. Und wir bekamen eine Freifahrt Berlin in die Höhne des Löwen. Die erste formelle Kapitulation einer deutschen Armee, seit die Alliierten die Strände Europas erobert. Sicherheitszentrale des Reichs. Der Führer verlangt von den April. Deutschen, dass... Ich habe den Bericht gelesen. Zweimal. Das Alliierten-Team ist faszinierend. Sie wurden geschnappt. Aber es war knapp. Ich will, dass Sie alles über diese Einheit herausfinden. Es wird mir ein Vergnügen sein. Sie sprechen mit keinem darüber und berichten ausschließlich mir. Herr Littler. Nass, das ist unser Schlachtfeld. Wollen Sie, es legen Sie so langsam. Was glauben Sie, wer die sind? Ein bisschen schneller, habe ich gesagt. Was ist das für ein Gestank? Chlordioxid. Sie denken, es überdeckt den Geruch von Tod. So, rein, rein! Ich sagte, beweg dich! In so einem schicken Scheißloch war ich noch nie. Hat noch jemand Hunger? So, ich bin Hauptsturmführer Richter. Zisch ab, ja? Außer du bist der Zimmerservice. Und ich habe Fragen an euch. Fragen können wir wohl kaum essen. Ich bin der Kommandierende. Sie sprechen mit mir. Richter war ein offenes Buch. Hochrangige Uniform, keine Orden, Schreibtischhengst. Perfektes Ziel. Umgeben von drei Wachen, bewaffnet, alles Arschlöcher. Ich studiere die Alliierten seit Jahren, aber eine solche Einheit ist mir noch nie untergekommen. Kingsley, Arthur, Lieutenant. Dienstnummer 2523-2642. Ich erzähl dir was. Ich habe genau einmal selbst mit dem Führer gesprochen. Er hat mir ein Buch empfohlen. Der Untergang der großen Rasse. Von einem Amerikaner. Ein Mann namens Madison Grant. Der Führer hatte nichts als Lob für ihn. Fick Madison Grant und alle Gleichgesinnten. Das Buch erläutert, dass unter enormem Druck oder ungünstigen Bedingungen deiner Art von Menschen weniger schnell abbauen. In dem Moment wusste ich, was ich zu tun hatte. Rechts vom Jugulum, unterm Schlüsselbein. Sobald wir alles von diesem rassistischen Bastard hatten, würde ich dort mein Messer ansetzen. Mein Plan nahm Gestalt an. Wir waren gefangen im Keller des Gestapo-Hauptquartiers. Um uns herum befand sich eine Fundgrube an Nazi-Geheimdaten. Projekt Phoenix musste dort irgendwo sein.
Und Richter war der Schlüssel. Er dachte, er sei der Vernehmende. Sollte er uns von Nutzen sein, musste er das auch weiterhin denken. Dieser arrogante Nazi in seiner glatt gebügelten Uniform liebte den Klang seiner Stimme. Der schwierige Teil war nicht, Richter alles über Projekt Phoenix zu entlocken. Der schwierige Teil war, die anderen zu überzeugen, ihn nicht vorher zu töten. Die Alliierten wussten irgendwie von Projekt Phoenix. Wir haben einen Verräter unter den Offizieren. Nein. Ich habe ihre Akten. Kümmern Sie sich um sie und die anderen Entbehrlichen. Lieutenant Kingsley erwähnte ein Projekt Phoenix. Wohl alliierte Propaganda. Der Neger dachte, er beschütze sein Team. Wohl um sich zu beweisen. Ihn zum Anführer zu machen. Die Alliierten müssen verzweifelt sein. Er sagte, es sei ihre erste Mission. Der sechste Mann sei tot. Ich denke, er lügt. Natürlich. Ich finde die Wahrheit heraus. Gibt es weitere Teams wie dieses? Wie erfuhren Sie von Hamburg? Ist Tempelhof in Gefahr, kompromittiert zu werden? Diese Dinge muss ich wissen. Hier steht mehr auf dem Spiel, als ich Ihnen sagen kann. Aber ich zähle auf Sie. Herr Richter. Ich verstehe. Danke sehr. So. Wir haben euren Freund beim Gummischleichen ertappt! Den Finger. Das ist schon mal gut. Mir geht's gut. Ehrlich. Hör zu. Sie wissen von Wade. Aber Sie haben ihn noch nicht. Du hast ihnen gesagt, er wurde getötet, oder? Im Zug nach Hamburg. Sie werden es nicht glauben. Aber ich hoffe, es gibt ihm Zeit, uns rauszuholen. Er wird uns nicht holen kommen. Sie hat recht, Kingsley. Wir können nicht auf den Schwachkopf zählen. Bringt mir die Frau. Untypisch, wie kauft du dich so lange mit Mietesequenzen zu haben? Aber interessant. Ach, geh mir aus dem Weg. Los! Alina, ich reiß nicht. Uznai bis Joshto Moschisch. Jetzt spielen wir erstmal die Vergangenheit der Frau. Stalingrad 1942. Jedes Mitglied dieses Teams war bereits ein Held, bevor ihre Akten auf meinem Tisch landeten. Aber zu sagen, sie seien nur starke Persönlichkeiten, wäre eine riesige Untertreibung. Insbesondere was Petrova anging. Papascha, wo ist meine... Schon wieder? Ich trage das Ding so schon nicht gerne. Und jetzt ist's brennbar. All die Jahre, die ich schießen gelernt habe. Und sonst. Ich sitze im Sanitätszelt fest. Pastor. Brenne nicht so aufs Kämpfen. Ruhm ist völlig wertlos. Wenn du tot bist. Aber dieser Kampf ist wichtig. Du bist wichtig. Du und Misha. Mehr habe ich nicht. Sondere Zustellung. Diego Gnapomini. Hey, sei nett.
bin immer nett. Misha, was hast du da drin? Leere Flaschen? Ich bilde Partisanen aus. Unsere Genossen wissen schon, wie man säuft. Das werden Molotows. Ist es klug, Sprengstoff an Zivilisten zu verteilen? Papaschka, du sagst dich zu viel. Verbringe Zeit mit deiner Familie. Aber ich muss schon sagen, grafisch finde ich das Spiel echt sehr hübsch. Setzen. Ja, ich kann eh nirgendwo hin, also setzen. Autsch, Sesrucha, du verletzt mich. Das tust du schon ganz alleine. Lepietschka. Kozjel. Jeguschka. Kozjel. Schaba. Wir zwei. Wir sind schon spät dran. Setzen! Sie ist ja, glaube ich, eine Scharfschütze. Deswegen wird das ihr Gewerbe werden. Ist das nicht nett? Ein echtes Familienfrühstück. Bomben und Kugeln, perfekter Start in den Tag. Papa, mit diesem alten Gewehr im Haus bringen sie dich eines Tages noch um. Wer sorgt sich denn da? Also, die Deutschen nähern sich der Front. Willst du etwa dorthin? Nein. Sie sagten, dort wäre ich nicht so nützlich. Deshalb bilde ich Rekruten aus bei der alten Post. Ist sicher schön. Es wäre schöner gewesen, wenn ich eine Wahl hätte. Immerhin darfst du kämpfen. Spar mir dein Immerhin. Genug. Ihr leistet beide viel. Da fällt mir ein, wenn die Ubljutki an euch vorbeikommen, schickt sie einfach zu mir. Natürlich, Papascha. Die kommen nie vorbei. Nie. Blin, ich bin später dran, die warten auf mich. Welche Uhr hat er jetzt geguckt? Er hat gar keine Uhr umgehabt. Ich schwöre, ohne uns würde er noch seinen Kopf vergessen. Wir sind Heilige. Ehrlich. Ich bringe ihn dir auf den Weg zu den Sanitätszelten. Du hilfst dem Land mehr, als dir bewusst ist. Und machst deinen alten Herrn stolz. Spasiba, Vater. Verbringe Zeit mit deiner Familie, Ziel erfüllt. Bringe die Molotov-Cocktails zu Misha. Was gibt's denn da alles noch? Also so ruhige Momente sind eigentlich eher untypisch, ja? Wir sollten den Sessel ersetzen. Niemals. Ist bequem genug für mich. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Du warst ein Naturtalent. Ach, ich vermisse deine Musik. Kommt eigentlich die Musik hier überhaupt her? Misha und ich sind so klein auf dem Foto. Als wäre es gestern gewesen. So viele Medaillen, Vater. Deine Mutter bestand darauf, dass wir sie zur Schau stellen. Ich weiß, was ich davon halten soll, wenn sie in Videospielen immer Bilder von echten Menschen nehmen. Aber naja. Fühlt sich irgendwie als Fremdkörper in einem Videogame an. Ach, die Musik kommt von draußen. Hier, Kollege, kannst du mal deine Fenster putzen? Ganz schön dreckig. Pass auf dich auf! Oh. Hin. Aha. Du bist doof, Propper. So ist hier kein Untertitel dabei. Oh, Gemüse. Warum? So wird das nichts, Kollege. Oh, ein Hauruck? Nein.
irgendwas finden, Döber. Hier finde ich schade, dass kein Untertitel dabei ist. Würde mich schon interessieren, was sie da quatschen. Meinst du, die Deutschen dringen in die Stadt vor? Nicht, wenn ihr da. Wenn sie Deutsch reden, ist Untertitel dabei. Die neuen Partisanen, die ich ausbilde, werden sie völlig zermalmen. Sehr gut. Viel Glück da draußen. Guten Tag. Morgen. Rette heute ein paar unserer Männer, da? Mach ich. Irgendwas riecht hier aber lecker. Oh, Polo, gut. Ich habe einen Leib für dich bereitgelegt. Spasiba. Gern geschehen. Dein Vater hat mich nach Borodinski gefragt. Natürlich. Ich komme später vorbei, um es zu holen. Pass auf dich auf, Polina. Was erzählst du? Schnell verschwunden. Flaschen überreichen. Was vergessen? Wenn ich dich nicht hätte. Stimmt. Ich komme schon. Ich sollte dich begleiten. Das solltest du wohl. Du kannst besser als jeder dieser Hunde von der Roten Armee. Sprich nicht so laut. Du willst dir keine Feinde machen. Na gut. Nur tue nichts, was ich nicht auch tun würde. Das könnte ich überhaupt nicht. Du schießt so viel besser als ich. Tja, schade, dass wir nicht tauschen können. Mir würde diese Uniform stehen. Versuch vom Bombenbasteln zurückzukommen. An einem Stück oder in Stücken. Ich bin ziemlich gut darin, Leute zusammenzuflicken. Jawohl. Wegen dir bin ich wieder spät dran. Ich muss über die Dächer. Du bringst dich noch um, wenn du da oben rumkletterst. Dann kannst du sagen, hab's dir ja gesagt. Und jetzt geh. Ich gehe ja schon. Nutze die Dächer, um die Sanitätszelte zu erreichen. Und jetzt gibt's ein bisschen Assassin's Creed, ja. Okay. Sag doch, Assassin's Creed. Ach, du machst hier die ganze Zeit die Musik. Das ist ganz schön laut, wenn man das bis da hinten hinhört. Alle rauchen sie ja, also echt, wie kann man nur rauchen? Hier raucht aber auch jede zweite Person. Guten Morgen. Guten Morgen, Polina. Wie geht's deinem Vater? Dem Bein geht's besser, danke. Hey, was macht ihr hier? Baut ihr eine Burg? Also so wird das definitiv nichts, Leute. Was habe ich Keine gehört? Keine Sorge. Die Rote Armee macht das schon. Naja, pass auf dich auf. Tauben. Sag doch, Assassin's Creed. Ui. Was nützt die Dächer? Ja, Ziel erfüllt. Melde dich bei den Sanitätszelten einsatzbereit.
Es war knapp, Kollege. Der Laster ist liegen geblieben. Hier geht es nicht weiter. Ja. Hebt mal nicht die rechte Hand hier. Ist da jetzt falsche Land? Oh, mal witzig. Die legen Säcke hin und dann verschwinden sie gleich wieder. Da ist der Einsack weg. Und weg ist er. Alles liegt doch wieder da. Ja, sowas sieht man nur, wenn man genau hinguckt. Die Stabsärztin wird dir deine Aufgaben zuweisen. Sie ist auf der anderen Seite des Lasters. Danke. Ups. Das hat mir das Spiel nicht gesagt, dass ich abhauen soll. Ich will nicht vorlaufen, da werdet ihr alle umgebracht. Wir brauchen sie im ersten Zelt. Da müssen viele zusammengefliegt werden. Los, helfen Sie den anderen. Oh Gott! So, dann machen wir weg. Alter. Brutalität spart das Spiel echt nicht. Mehr viele Steine übrig. Alter. Ein Mehl. Wow. Dem Land mehr als dir bewusst ist. Und machst deinen alten Herrn stolz. Papa. Geh nach Hause. Aber ich mache jetzt mal kurz eine kleine Pause. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und dann sehen wir, wie es hier weitergeht mit... Ich habe den Namen vergessen. Mit der Frau. Bis gleich.
So, kann weitergehen. Machen wir jetzt mit der Frau weiter. Dann schauen wir mal, ob ihr Vater noch lebt. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie wird nicht mehr, also er wird nicht mehr leben. Gut, dann let's go. Geh nach Hause. Da lang. Die Deutschen sind auch schon da. Hey, geh wieder rein, Mädchen. Ich geh ja schon. Ah, das ist ein deutscher Soldat. Komm, das haben die gehört. Nee, haben sie nicht. Egal. Action. Boah, das Nachladen dauert ja ewig. Die eine andere Waffe? Nö, sieht nicht so aus. Wo ist denn jetzt die Frau, die sie da? Ach, da. Paulina, was hast du getan? Du musst Stalingrad verlassen. Sofort. Stalingrad? Ist das nicht Stalin? Stalin, das hört sich falsch an. Was soll ich eigentlich machen? Achso, geh nach Hause. Stimmt, da war ja was. Oberst Steiner! Wir haben da oben Verbrechergesinnte gefunden. Alles voller Waffen. Durchsucht alles. Ihr Vater. Das russische Gesindel. Bringt alle her. Ihr Nazi-Schweine. Ich bring euch alle um. Papa. Das war ein Fehler, alter Mann. Heißt er. Lasst mich los. Du mal, alter Mann. Du kommst mit. Oh, sie nehmen ihn gefangen. Also müssen wir den Vater erstmal retten. Erfüllt. Papa! Das eliminiere die Eindringlinge. Ihr erobert nie das Mutterland, ihr Bubliutki. Halt's Maul! Wir haben Stalingrad schon erobert. Das sind viel zu viele, um die alle zu töten. Die Rote Armee wird euch vernichten. Wartet nur. Die Rote Armee kann dich jetzt nicht retten, alter Mann. Das war klar. Ey. Ich hatte niemand eingeladen. Ich auch nicht. Hör zu. Geht nicht. Tja. War klar, wenn du drauf schießt, dass da die Leute gleich abdrücken. Warte mal, ich muss das nachladen. Ruhe. Ruhe. Ich meine ordentliche Waffe. Boah. Eine K wäre jetzt auch nicht so das prickelndste. Das ist was Gutes. Ne, ist auch eine K, verdammt. Dann bleiben wir doch bei der. Ah. Die ist schön. Aber wenn ich keine Munition habe.
alle Selbstmordgefährden, wie die in meine Schüsse reinrennen. Sag ich doch. Paulinas Souvenirwaffe nicht ablehnen. Will ich aber gar nicht. Tja, hättest du mal nicht geschossen. Apache. Meine kleine Nachtigall. Ich hätte hier sein sollen, Papascha. Passt gut aufeinander auf. Den Micha im Postamt. Wow. Helfe Panzer überfahren. Kommen eigentlich die Soldaten gerade von hier her? Ja, das war feindliche Panzer, das war unsere. Bin jetzt vorbei? Ja, oh, okay. Da. Hinter dir! Ich hab ihn! Ich hab dich. Jetzt kommen wir, warte mal. Ist irgendwo Munition? Sieht nicht so aus. Hä? Ah, okay. Hier oben vielleicht?
Lynn. Geil. Oh, Molotovs. Bruder wird gerade verhört. Ich übersehe immer die Lüftungsschächte. Das ist ja Zufall, dass immer die Backsteine, dass wir schon rausgucken. Das sind einige hier. Sneaky Mission. Ja, doch genau wie mit dem Papa. Da ist noch jemand! Tötet ihn! Die allein! Na los! Na los! Werf eine Granate! Aua! Oh Gott, sind hier viele. Feindliche Granate! War der gerade im Boden drin? Die Worten können mich nachladen. Ja, ich schmeiß. In Ordnung. Freundliche Granate! Sie kommen in unsere Richtung. Wir verlieren ihn. Anscheinend Spawn von denen. Das war doof. Viel zu viele Leute hier. Nur mal eine Scharfschützenposition. Also wir wissen auch, wo ich bin, gell? Der ist erledigt. Ey! Kommt der! Leute! Bitteschön. Granate! Granate! Leute, in unserer Nähe! Wir sind ungeschützt! Mir hinterhergerannt, die Sau! Ungeschützte Infanterie! Sie sind ungeschützt! Wo ist er hin?
schmeiße eine Granate! Die wissen aber immer, wo ich bin. Das sind, ey. Oh Gott! Sie verstecken sich hier vor dir! Ich hab ihn im Visier! Feindliche Infanterie! Ihn vor allen Dingen. Schmeiße eine Granate! Alle. Können gut treffen, die Jungs. Ich auch. Ab und zu zumindest. War's das? Scheint so. Glaube, sie sind tot. Kannst du uns jetzt befreien? Oh, ich hätte gerne noch ein bisschen Munition, aber hier ist anscheinend nichts mehr. Da haben sie nicht gleich abgedrückt, gell? Waren viele. Es ist Drinker, das war unglaublich. Wir gehen. Jetzt. Gesboid, ich hatte solche Angst, dass du... Ich? Du bist es doch, der gefesselt ist. Kümmere dich um die anderen. Paulina? Papa? Er ist tot. Oh. Oh nein. Misha. Nein. Misha. Nein. Wir haben keine Zeit. Wir müssen deine Leute hier wegbringen. Wenn wir hier noch länger bleiben, sitzen wir in der Falle. Ja. Yeah. Richtig. Okay. Gehen wir. Misha, wir müssen zur Wolga gelangen. Wie kommen wir aus diesem Gebäude? Misha, konzentrier dich. Wie kommen wir zum Fluss? Hier ist ein Ausgang. Wir könnten durch die Kanalisation. Aber die Deutschen blockieren den Hof. Das wird schwer. Hast du noch mehr Vorräte, Waffen, irgendwas, das ich benutzen kann? Ich weiß, dass Soldaten vom Dach verteidigt haben. Sie hatten ein Funkgerät. Vielleicht sind da auch Vorräte. Ich gebe euch von dort aus Deckung. Bring du unsere Leute zur Kanalisation. Wie du meinst, Sestra. Vielleicht kannst du von dort aus aufs Dach klettern. Okay. Hier solltest du aufs Dach kommen. Ich helfe dir hoch. Ich werde euch dann Deckung geben. Du warst schon immer ein besserer Schütze als ich. Vater ist jetzt bei mir. Und er würde nicht wollen, dass wir hier im Postamt durch ein paar Bastarde sterben. Er wäre stolz auf dich. Stolz auf uns. Bring sie in die Kanalisation. Gebe euch vom Dach aus Deckung. Nicht verfehlen. Das tue ich nie. Also, Rebiata. Sobald wir draußen sind, müsst ihr euch gut klettern. Bis Paulina in Position, okay? Ist sehr gut. Die Assassinen sollten sie einstellen. Paulina, wenn du mich hörst, finde das Funkgerät. Blöd, ich empfange nichts. Bursche, ich hoffe, du hörst endlich mal auf mich. Wir sitzen im Krater bei der Wand fest. Na, mach mal keinen Stress. Ich muss mal die Munition nehmen. So, jetzt kann ich vom Gerät nehmen. Wir warten auf deinen ersten Schuss, bevor wir zur Kanalisation laufen. Ihr seid umzingelt. Ich darf's nicht nehmen. Akzeptiert eure Niederlage. Wir können zur Kanalisation, sobald du das Feuer eröffnest. Die Sonne, Bewegung! Paulina hat seine Aufmerksamkeit! Die russische Scharfschütze! Gib deine Waffen nieder und ergib dich! Keiner von euch wird das Ziel verlassen! Gegen euch verzieh ich immer. Eine Kiste mit Molotovs gefunden? Die könnten helfen. Bitte schön. Oh, das ist unser Ei. Vorsicht. Bewegung.
meine eigenen Leute fast Molotov geworfen. Bitteschön. Da kommen noch mehr von rechts, Polina. Oh ja. Wo sind all diese Deutschen hergekommen? Jedes Mal, wenn ich schieße, treffen die mich und ich verziehe, ey. Frechheit. Gott. Aber ein bisschen ein schmackes Mädchen. Scheint unendlich. Hinter uns sind mehr Deutsche auf der anderen Seite des Kraters. Was auf der anderen Seite des Kraters? Wo? Da. Wir brauchen einen Moment, um sie aufzubekommen. Polina, das Hotel! Jetzt hab ich nicht getroffen, ey. Sie nageln uns von oben an der Hotellobby fest. Oh. Mach deinen Stress hier. Wir werden von oben geschossen! Die Fenster! Polina! Sie wollen dich auf den Dächern flankieren! Alles machen die. Kommt die überall her? Hast dir Zeit. Polina, komm hier runter! Und zur Kanalisation! Habe ich den Auge gesehen? Oh, ich bin auf dem Panzer. Oder ein Fahrzeug. Stalingrad zu überleben war keine Kleinigkeit. Zu entfliehen, noch schwieriger. Aber niemand entflieht so etwas wirklich. Die Nazi-Kriegsmaschinerie hatte uns alle berührt. Etwas Bedeutendes weggebrannt. Ich denke, das war es, was uns für die SOI interessant machte. Aber bei Polina reichte die Wunde bis ins Mark. Sie war dazu bestimmt, sich zu revanchieren. Das machte sie zum tödlichsten Mitglied meines Teams. Nett. Krasse Mission. Eine rührende Geschichte. Du konntest nicht mal das Leben deines Vaters retten. Also sag mir, warum ist eine Russin mit einem alten Gewehr Teil einer alliierten Geheimoperation? Du machst mir keine Angst, kleine Maus. Du verstehst das falsch, Mädchen. Es ist nicht nötig, dass du Angst hast. Es genügt mir, dass du schreist. Das bringt deine Freunde zum Reden. Wieso? Weil ich eine Frau bin?
Retterin, oder? Au. Sag mir, welche anderen Missionen haben die Alliierten noch in Deutschland? Nichts, was der Rede wert ist. So. Was ist denn der Rede wert, Fräulein? Friesinger. Hollinger. Bestimmt erzählen wir zwei die gleiche Geschichte. Weg mit ihr. Schicken Sie mir alles über Kommandant Steiner und alle Fotos der russischen Scharfschützin. Lady Nachtigall. Ja, genau die. Und Herr Friesinger, ich wollte gerade zu Ihnen. Wir haben es durch die Frau bestätigt. Der sechste Alliierte ist tot. Ist das so? Ein Amerikaner? Verhaftet in Tempelhof? Ein Flugzeug? Das ergibt keinen Sinn. Die haben Sie lächerlich gemacht, Richter. Und Sie machen das Gleiche mit mir! Der Amerikaner wird jetzt hergebracht. Wenn ich ihn selbst verhören muss, habe ich keine Verwendung für Sie. Was glaubst du? Wollte nur nett sein. Was hast du ihnen gesagt? Es ging um Foltertipps. Schon gut. Ich hab gelogen wie du. Hat das geklappt? Er brach ab bei der Erwähnung von Friesinger. Der hat bestimmt Kopfschmerzen. Wenn wir hier rauskommen, dann werde ich zuallererst ins Kino gehen. Mir Les Trois Mousquetaires ansehen. Und lass mir von Edith Merat mein Herz brechen. Und du, Lucas? Was machst du, wenn wir hier rauskommen? Ich? Wenn ich daheim bin, esse ich Lemmingtons bis zum Abwinken. Nur Kuchen. Die ganze Zeit. Was dir fehlt, weiß ich. Ja. Ich wünsch mir, dass die liebliche Barbara in meiner Kneipe mir Bier ausschenkt, bis ich diese Hölle vergessen hab. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt. Alle, die ich liebe, sind tot. Und ich fühle nur noch was, wenn ich einen Deutschen sehe, der um sein Leben fleht. Also, ich bin exakt dort, wo ich hingehöre. Wade erschien, genau wie ich gehofft hatte. Er spielte seinen Teil, ohne meinen Plan auch nur zu kennen. Das Team hatte ihn abgeschrieben, aber ich zählte auf seinen üblichen Charme. Trau dich das nochmal, dann haben wir ein verdammtes Problem. Ihr Team hat mich angelogen, Lieutenant. Lieutenant? War das so schwer? Endlich etwas Respekt? Ich weiß, du bist der Sechste. Was wolltest du mit dem Flugzeug? Ihr Nazis. Ihr war wohl im stinkenden Pazifik. Wobei haben sie denn wohl nachgelogen? Jetzt spielen wir Wade. Mit Wade, 1942. Wade hatte sich schon aus schlimmeren Situationen herausgeredet.
Hörte man ihn über Midway reden, wusste man, dass ihm Übertreibungen nicht fremd waren. Die Geschichte klang bei jeder Erzählung etwas anders. Er fügte seiner Abschussliste ein paar Zeros oder einen Flugzeugträger hinzu. Aber ich habe die Berichte über den Tag gelesen. Wenn Wade übertrieb, dann nur etwas. Denkt daran, unser Primärziel ist die Zerstörung der beiden japanischen Träger. Die VS- und VB-Staffeln übernehmen je einen. Jagdstaffel 6 gibt Deckung. Wenn das Wetter hält, sind wir raus, bevor sie uns bemerken. Dieser Sieg sichert uns den Pazifik. Und jetzt raus da und erledigt die Träger. Mach mal. Als wäre der Einsatz nicht schon schwer genug. Jetzt hängt der ganze Krieg davon ab. Entspann dich, Hernandez. Dafür wurde ich geboren. Ich aber nicht. Die Schlacht um Midway. Versenke die Flugzeugträger. Aber ich glaube, fliegen tut man selber nicht im Spiel. Aha. Krass, was du da machst. Los jetzt, Wade. Ja. Die Reparaturen wurden heute Morgen fertig. Sie wartet auf dem Flugdeck auf uns. Sie hat einen Namen. Du hast sie getauft. Unsere Maschine. Und nichts gesagt? Du hast nicht gefragt. Der Hangar nach links. Aber Leute, ich würde mal sagen, an dem Punkt mache ich jetzt doch erstmal Schluss mit der zweiten Session. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der dritten Session auch einschaltet. Wann die allerdings stattfindet, das weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal so in den nächsten 2 Tagen auf jeden Fall. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr ein Follow da lasst. Bei YouTube natürlich ein Abo. Ich lade es natürlich auch auf YouTube hoch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bei Call of Duty Vanguard. Mit der Kampagne. Bis dahin. Haut rein. Euer Doomsday.